meine Lieben, heute gibt es wieder ein neues Video. Mhm. Aha. Und zwar mit Max Amphetamin. Hi. Aha. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, machen wir heute die Not My Arms Challenge. Mhm. Ja, und ich würde sagen, wir legen auch sofort los. Ich möchte euch heute meinen Alltag zeigen. Und ja, zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil meines alltäglichen Lebens ist das Nasenspray. Ich bin leider Nasenspray abhängig. Kinder, macht das nicht nach. Ich werde mir jetzt eine Dose setzen. Das war leider mein Auge. Gut, das mit dem Nasenspray lassen wir jetzt. Ich bin noch etwas aus der Übung heute. Dann finde ich, dass ich etwas komischen Geruch von mir gebe. Deshalb werde ich jetzt ein Deo benutzen. Und zwar die Arme heben. Und die andere Seite nicht vergessen. Eine Seite vergesse ich sehr, sehr gerne. Okay, das war das Deo. Dann, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, meine Lippen sind immer sehr, sehr trocken. Daher muss ich den Labello Lip Butter benutzen. Den habe ich mir letztens erst gekauft. Eine sehr gute Empfehlung, wie ich finde. Ihr könnt das gerne auch für das ganze Gesicht benutzen. Sehr feuchtigkeitsspendend. Genau, dann machen wir den wieder zu, sonst trocknet der nämlich aus. Genau. Er darf auch gerne offen bleiben. Er ist zu feucht. Der wird nicht austrocknen. Wenn ich meine Lippen gepflegt habe, geht es weiter mit meinem Puderpinsel, den ich jetzt öffnen werde. Das geht ganz einfach. Das ist ein kleiner Reisepinsel. Den kann man überall mit hinnehmen. Da muss man das Silberne nach unten drücken. Genau. Und dann braucht man natürlich noch den Puder. Ich habe von Essence das transparente Puder, das leider schon zerbrochen ist. Da tauche ich den Pinsel ein und schmiere mir das Ganze in das Gesicht, auf die Nase, in den Mund. Der ist so schön weiß, der pflegt auch eure Zähne. Oh ja, genau. Wenn die Lippen gepflegt sind und der Puder aufgetragen ist, natürlich den Lippenstift nicht vergessen. Bitte jetzt auf die Lippen. Ja, schön. Das ist sehr, sehr schön. Und wenn wir uns um unser Äußeres gekümmert haben, dann werde ich mein Frühstück zu mir nehmen. Ich liebe Cornflakes. Dann füllen wir unsere Cornflakes in die Schüssel. Ich finde Milch so lustig. Bei Milch muss ich immer lachen. Und jetzt muss ich das noch essen. Lecker. Lecker schmecken. Ich glaube, ich muss einen Schluck trinken. Ich muss einen Schluck trinken. Ich trockne aus. Jetzt muss ich erst noch die Cola-Flasche öffnen. Bitte. Ja, das war gut. Das Cola, das stellen wir jetzt wieder hin. So, fertig mit Essen und Trinken. Es juckt und juckt. Ich sollte mich mehr waschen. Weiter geht es. Und zwar werde ich jetzt... Ich werde jetzt eine Zeitschrift lesen. Also, was gibt es denn heute schön? Muss ich mir neue Sachen kaufen? So, ich habe schon bestellt. Und dann ist es jetzt an der Zeit, für ein paar Chipsdosen mit Cola wegen 6 zu umfüllen. Jetzt ist es Zeit für ein paar Chips mit dem Dip. Das klappt leider nicht, denn ich habe nicht so viel Kraft in meinen Fingerspitzen, sodass ich das öffnen kann. Deshalb werde ich jetzt ein Chips zu mir nehmen. Einfach so. Und zwar ganz gut. Mein Handy checken. Aha.
Mhm. Mein Handy checken. Instagram checken. Mhm. Ein Selfie. Das ist sehr schön geworden. Das lade ich aber jetzt nicht hoch. Ich glaube, ich zeichne jetzt eine Nein! Ja, ich sollte mir vielleicht mal wieder die Haare schneiden. Aber jetzt nicht. Jetzt nicht. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist nämlich der richtige Zeitpunkt, um etwas Schönes zu zeichnen. Schön. Ah ja, ich habe es genau gewusst, was meine schönen Hände heute zaubern. Und zwar einen Penis. Ein schönes Gemälde. Wer will es ersteigern für einen guten Zweck? Yeah! Oh, ich komme nicht zur Cola. Upsi-dupsi-du, nicht umfallen. Ja, das sind ja noch ein paar Wiener Würste. Oh, da ist ein Selbstspritzer auf dem Gemälde. Ich sollte mich vielleicht mal wieder waschen. Aber ich glaube, heute nicht. Ja, das ist mein Alltag. Er besteht nur aus Essen und die Milch umschütten und aus Gemälde malen und aus Deo sprühen. Mhm, ja, sehr vegan, nochmal sagen. Selfie war das mit dem Senf im Gesicht. Sehr, sehr schön. No, never. Ja, dann würde ich sagen, danke ich euch vielmals fürs Zugucken. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich hoffe, wenn euch das gefallen hat, das Video, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch heute meine Gestik gefallen hat, denn dann werde ich das öfter so machen. Mhm. Aha, aha, oh yeah, mhm, chicka baba, oh yeah, chicka baba. Dankeschön fürs Zugucken und auf Wiedersehen. Mhm, tschüss, mhm, tschüss. Ja, das war's auch nun mit der Not My Arms Challenge. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr ein bisschen lachen konntet vielleicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und ja, wir haben natürlich noch einen zweiten Teil gedreht, also wo wir das Ganze umgekehrt machen, wo ich seine Arme mache, ist auch richtig lustig geworden. Der Link zum Video ist unten in der Infobox und ich werde euch auch das jetzt hier schön auf seinem Kopf verlinken. Wäre natürlich auch richtig cool, wenn ihr da vorbeigucken würdet und dann hoffen wir natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dankeschön fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.